So, hallo Leute, heute sind wir mal wieder am Bastlergolf bei. Sabine ist immer noch richtig kräftig am Blasen hier, außer bei mir. Ne, ich war gestern den ganzen Tag, kann ich euch ja mal erzählen, ich hatte noch einen kleinen Livestream gemacht. Ich war gestern den ganzen Tag von morgens bis abends im Innenraum beschäftigt, weil die Elektronik in diesem Fahrzeug ist eine absolute Katastrophe. Das ist alles aneinander getüdelt mit Isolierband um zu. Und ach, also ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mittlerweile Platz 1 der Gurken erreicht bei mir in der Top-Liste. Das ist die Obergurke. Aber wir haben ihn gerichtet. Ich, wie gesagt, ich war gestern den ganzen Tag dabei mit dem Multimeter und habe alles vernünftig. Weil die haben an einer Plusleitung zum Beispiel ein Kabel rangewickelt, Isolierband um zu und sind von da aus auf 5 Verbraucher gegangen. Ne? Und das geht nicht. Das war alles schon verschmort und so weiter und so fort. Ich hätte es ja irgendwie in einer Hinsicht verstanden, hätten sie richtiges, vernünftiges Kabel genommen, Jungs. Ne? Aber das, was ich da rausgeholt habe, war das hier. Ja, es ist Boxenkabel und es wurde nicht für die Boxen verwendet, sondern für die Bordelektronik. Und da kriege ich immer Bauchschmerzen bei. Hier, ich sehe gerade noch, hier sind noch so der eine oder andere Verbinder. Ich versuche das mal euch zu zeigen. Hier, das zum Beispiel, das habe ich rausgekniffen. Das war zum Beispiel fürs Licht zuständig, ne? Da haben die, weiß ich nicht, da hat der hier einfach so ein ganz klein bisschen Masse geholt. Und das war für vorne, für die Frontleuchten, ne? So, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und überall, könnt ihr das sehen? Das ist so richtig. Wir müssen mal ein bisschen mehr ins Licht gehen, glaube ich. Ich pull den jetzt mal auf. Und das habe ich überall gefunden, diese Stellen. Wie so Hühnerkacke, überall hinterm Sicherungskasten. So, und dann so, und das war's. Ne, das Problem ist, dass es, man kann das ja machen, aber das ist alles weggeschmollert hier. Ne? So, das ist zu dünn, das ist ein, da kannst du eine Klingel zu Hause mit betreiben. Guck mal, hier haben wir noch so ein Geschwür. Gucken wir uns auch mal an. Ich glaube, da habe ich, 30 Stück von rausgeknipst von den Dingern. Oh nee. Ja, okay, aber das, ich meine, das ist eine Verbindung, wo ich sage, in Ordnung, schön abisoliert, ist in Ordnung, hätte man geiler machen können, klar. Aber sowas für irgendwelche geilen Leitungen nehmen, Jungs, das geht gar nicht. So, und überall hier diese Boxenkabel und überall so, ne, und da war überall Plus drauf und die Verbindung, Jungs, guckt euch das an. Könnt ihr nicht bringen, Alter. Ne? Dann fackelt euch die Karre ab, Mann. Aber vom Allerfeinsten, guck mal hier. Dann gucken wir mal. Das war zum Beispiel hier für Benzinpumpe. Als ich das gesehen habe, habe ich gleich einen Seilenschneider geholt. Guckt euch das an, ey. Guck mal, das war nicht ich. So, und das geht nach hinten. Benzinpumpe. Das ist doch nichts, Mann. So, hier ist der nächste. Mal gucken, wie er hier aussieht. Auch genau dasselbe Prinzip. Das geht nicht, Jungs, ne? Also bei aller Liebe nicht. Kann man nicht bringen, ne? Dann, es geht ja nicht darum, alter Jungs, ganz ehrlich, dass die Pumpe dann einfach funktioniert und ihr einfach heizen könnt, sondern da geht es auch eine ganze Menge um Sicherheit, Jungs. Es bringt euch nichts, wenn ihr 2 Bar vorne habt und euch von hinten aber auf einmal 1000 Grad Flammen kommen und euch von hinten den Arsch wegbrennen, ne? Weil das Fahrzeug sich entzündet. Weil durch so eine Scheiße brennt euch nachher die Karre ab, Jungs. Das könnt ihr nicht machen, Mann. Ihr könnt kein Klingeldraht für Hauptscheinwerfer nehmen. Und ihr könnt kein Boxenkabel für irgendwas anderes nehmen. Auch nicht für irgendwelche Pumpen oder... Ja, keine Ahnung. Könnt ihr nicht machen. Auf gar keinen Fall, ne? Ich meine, wo das jetzt überall verbaut, der war jetzt, glaube ich, zum Beispiel eine Benzinpumpe. Und der andere Kram, das hier zum Beispiel, das war so zusammengeknüdelt in der Ecke... Hier, damit Plus auf den Sicherungskasten kam, ne? So, dann ging der ab, der ging bis nach vorne. Da haben sie hier noch so einen Lötschuh dran gehabt, ne? Das hier. Der ging auf Plus, auf die Batterie und hat dann von der Batterie zum Sicherungskasten Plus gegeben.
So, und hey Jungs, nein, Mann, auf keinen Fall. Macht das bitte nicht, jo. Alles, was mit Elektro zu tun hat, auch Elektrokabel nehmen. Ne? Ihr könnt auch gerne so ein Kabel nehmen hier von der Kabelrolle oder so. Wichtig ist halt, dass da keine starre Litze drin ist, dass ihr das hier machen könnt. Ne? Weil wenn ihr das mit der Starre macht und ihr den Finger wegnehmt, dann bleibt die so. Aber das brauche ich euch ja nicht erklären. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich den ganzen Tag Elektronik gemacht. Wir gehen noch mal kurz rein in die Bude. Es regnet schon wieder. So. Jetzt mal eben zurückklappen. So sieht das jetzt hier komplett aus. Der Sicherungskasten, alles ist hier wieder komplett drin. Ich habe den gerade einmal mit dem Lappen durchgewischt, weil ich vorhabe, den sauber zu machen gleich. Bedeutet, alle Sachen eben raus. Wenn es aufgehört hat zu regnen, einen Sauger rausholen. Dann saugen wir die ganze Kiste hier einmal komplett durch. Und ja, dann würde ich sagen, geht Stück für Stück weiter. Wie gesagt, ich habe den ganzen Tag hier gestern drin verbracht. Hier unten steckt alles wieder vernünftig drin. Wir können ja mal gucken. Den Schlüssel hier. Ich habe natürlich keinen Saft dran. Ne? Alter Jungs, das ist natürlich scheiße. Aber ich mache mal so. Vielleicht geht das ja. Ich mache mal so. Bleibt er so stehen. Und ich mache mal schnell die Batterie dran. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt haben wir hier so ein bisschen was. Jetzt nehme ich den Schlüssel nochmal raus, damit wir das alles nochmal wiederholen. Ne, ich habe das alles schön vernünftig angeklemmt. Jetzt sehen wir hier im Tacho, das geht 204.000. Im Tacho zum Beispiel, Jungs, ging Blinker links nicht, Blinker rechts nicht. MFA hat nicht richtig funktioniert. War alles falsch angeklemmt. Was hat noch nicht funktioniert? Ja, wie gesagt, die ganzen Kabel, die dahinter lagen, da was alles rausgeflogen ist. Hier liegen noch meine ganzen Klemmen und alles, was ich mit neuen Schuhen versehen habe. Die Anzeige, wie gesagt, hatte ich ja auch gesagt, dass ich die gerade setze. Jetzt sitzt die so schön gerade hier drin. Ne? Den hier ein ganz klein bisschen weggeschnitten an der Seite. Und schwupp, passte das. Die Blende ist auch noch da. Die liegt dort unten. Das habe ich auch gangbar gemacht. Das hat zum Beispiel auch gar nicht funktioniert. Du kannst die Bude gar nicht auslesen. Hier funktioniert der Lüftermotor noch nicht. Die ganze Steuerung an sich geht. Ich werde da unten mal messen, ob da Strom ankommt. Aber bei den Automatikdingern ist es bekannt, dass da unten die Widerstände durchballern. Oder halt der Motor, eins von beiden. Werden wir einfach mal schauen. Ja, Ladedruckanzeige ist auch alles eingelassen, komplett. Richtig entschick. Hier hat er wohl mal ein Dampfrad gehabt, glaube ich. Steckte da wohl mal drin. Sieht mir sehr stark danach aus. Ne, wisst ihr warum? Weil ich auch eins verbaut habe. Aber bei mir liegt das hier noch drin. Und das Loch war eigentlich für den Vogel hier. Ne? Dann kommt der da durch und kannst da dran rumdrehen. Ja, aber jetzt hauen wir mal den Zündschlüssel rein. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, muss das gleich leuchten. Das gleich leuchten. Und dann geht es hier richtig ab. Auf die Plätze. Fertig. Los. Bam. So, das funktioniert alles schon mal. Ich reiß mal die Zündung an. Scheinwischer geht. So. Heizung fährt auch hoch. Hat natürlich jetzt eine Fehlermeldung. Ne? Was habe ich noch gemacht? Tankanzeige, Wassertemperatur. Alles funktioniert jetzt komplett. Ne, wir können auch MFA schön durchschalten. Das ist alles gar kein Problem. Airbag-Lampe ist an. Habe ich aber schon ausgelesen, aus dem Grund, weil hier unten der Verbinder, könnt ihr das sehen, hier, da ist eigentlich das Airbag-Kabel dran, da ist aber nichts mehr. Da braucht ihr hinter dem Lenkrad den Airbag-Schleifring. Und dann geht das auch wieder. Das kann ich aber nicht, ich habe das leider nicht. Ne? Ja, ich habe den gestern auch schon laufen lassen, Jungs, auch ohne euch. Ne? Weil ich die Sicherungskasten, wie gesagt, fertig gemacht habe, musste ich mal gucken, ob das alles safe ist. Er läuft. Hatte ich ihn kurz ausgelesen. Lambda-Sonne ist in Arsch. Habe ich schon neu bestellt. Ein bisschen Öl muss ich noch nachkippen. Ja, deswegen würde ich sagen, lassen wir den in dem Video nicht laufen. Ich habe ihn, wie gesagt, gestern auch nur so 10 Minuten mal eben kurz ruppeln lassen. Er lief auch echt bom, 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 bom.
Ich habe auch gar nicht weiter nachgeguckt, habe den dann ausgelesen, habe geguckt und dann hat er mir schon reingeschrieben, Lambda-Fehler permanent. Habe ich die Kabel verfolgt, war alles in Ordnung, Lambda-Sonne in den Arsch, eben neue bestellt. Dann kommt die rein. Was habe ich denn noch bestellt? Ja, wie gesagt, Öl, weil der braucht noch ein ganz kleines. Es ist so in dem. Der Ölstand ist jetzt so, dass wir ihn laufen lassen können. Ja, aber es fehlt halt ein ganz klein bisschen. Ich habe nichts mehr. Und weil ich das nachkippen möchte und weil wir auch noch eine Probefahrt möchten, habe ich nochmal eben einen Beutel nachbestellt. Ja, aber der Regen lässt es heute, glaube ich, nicht zu. Alles hier. Ja, soweit funktioniert auch eigentlich alles. Wir haben das hier. Jetzt können wir auch blinken. Ne, dass das im Tacho angezeigt wird, links und rechts. Und was mir auch wichtig war, der hier. Ne? Fernlicht geht auch alles. Normallicht im Tacho geht auch. Was will man mehr? Ne? Als er lief, Drehzahl ging auch. Geschwindigkeit kann ich nur nichts zu sagen. Aber ist ja schon mal ganz geil so, ne? Sieht auf jeden Fall schön dezent aus. Mich nervt ja die ganze Zeit, dass ich das hier filme und die ganze Zeit diese scheiß OBD-Dose hier zu sehen ist. Sieht viel schöner aus so. Und es wird nur Zigarettenanzünder. Naja, Jungs, ich werde den hier noch ein zweites Mal durchwischen, weil der nun echt lange stand. Und man sieht das hier überall so ein bisschen, hat der noch so ein paar Moderstellen. Ne? Ich übergebe sowas immer gerne sauber. Und deswegen putze ich den noch intensiv bis in jede Ecke, damit man danach ein schönes Auto hat. Ne? Weil jeder kennt das Problem, Golf 3, Schiebedach, die sind immer undicht. Irgendwo läuft es immer rein. Ich habe auch gesehen, hinter der Rückleuchten. Können wir das eigentlich so sehen? Ja, da. Könnt ihr sehen? Da läuft das Wasser rein hinter der Rückleuchte. Es läuft dann unter ein Reserverad und dann steht das da drin. Das heißt, die Rückleuchten müssen neu abgedichtet werden, weil wir können ganz genau sehen. Achtet mal da unten auf dem roten Kabel. Seht ihr die Tropfen? Bap, da war einer. So, das bedeutet, das läuft hinter das Rücklicht. Irgendwo hier zwischen läuft das rein. Und das ist Kacke, Jungs. Da muss ich auf jeden Fall mal eben bei, weil deswegen ist der Heckteppich. Und dann läuft das hier runter, hier lang und unten in die Mulde rein. Und deswegen ist hier auch so eine komische Luftfeuchtigkeit drin, die Heckscheibe die ganze Zeit beschlagen. Ne? Und es fängt natürlich auf dem Leder an zu gammeln. Und immer wenn es anfängt zu gammeln, wische ich das ab. Aber jetzt, Gott sei Dank, mit euch haben wir die andere Seite trocken. Haben wir jetzt mal zusammen geguckt. Ne, hier ist auch nass. Seht ihr das? Da ist auch nass. Das heißt, hinter beide Rücken. Ich kann auch von hier. Ne, das ist nur der. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich wollte gerade sagen, ich gucke auch, wenn man so guckt. Denkt man kann da rausgucken, ne? Das werde ich auf jeden Fall prüfen. Und wenn möglich, wenn ich das kann, instand setzen und abdichten. Ja, Jungs, ich würde sagen, ich mache die Bude gleich erstmal sauber, wenn es aufgehört hat zu regnen. Dann zeige ich euch das, was daraus geworden ist. Dann reißen wir nochmal die Haube auf, weil darunter sieht es jetzt mittlerweile auch echt heftig aus und sehr schön. Und dann sabbeln wir nochmal eine Runde. Also, dranbleiben, bis gleich. So Leute, ich kann leider nicht mehr wirklich viel machen, weil das hier echt nur am Regnen ist. Kurze Pausen, dann windig. Also am VR6 können wir heute nicht mehr so viel machen. Ich wollte eigentlich noch Spurplatten drauf machen. Das mache ich aber heute nicht mehr, weil das umzu alles komplett nass ist. Aber wie versprochen, habe ich ihn von innen komplett fertig gereinigt. Bis auf den Fahrerstuhl hier. Ne, muss ich nur noch einen Fahrerstuhl fertig machen. Den habe ich auch noch nicht sauber gemacht. Und dann kommt der morgen rein. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Motorpaket können wir uns ja auch noch mal anglotzen. Tada! Ja, er hat eine nagelneue Batterie gekriegt. Ja, Jungs, bevor ihr wieder drunter schreibt, Pluspol-Abdeckung und sowas. Müsste. Alter, jetzt habe ich euch wieder Scheiße erzählt, ne? Habe ich gerade noch in der Hand gehabt, den Scheiß. So, jetzt suchen wir das aber, bis ich das finde. Wo ist das geblieben? Irgendwo ist das geblieben.
Ich habe die doch gerade noch in der Hand gehabt und habe gesagt, ey, da musst du die hinpacken, sonst findest du die gleich nicht wieder. Jetzt habe ich die so gut weggepackt, dass ich die gar nicht wiederfinde. Gibt's doch nicht. Doch, hier, da. Da habe ich sie alle hingepackt. Ne, wie gesagt, der hat eine neue Batterie gekriegt. So, wie ihr sehen könnt, Lambada-Sonne ist nicht am Start, Mann, die ist kaputt. Die habe ich bestellt. Und jetzt können wir eigentlich nur noch warten, bis die Teile da sind und dann geht es hier auch weiter. Vorher werde ich den nicht mehr starten. Aber das Motorpaket ist sehr, sehr schön geworden auch, ne? Auch richtig geil geworden. Fällt mir auch ganz gut. Richtig gut. Oh, guck mal, da guckt noch ein bisschen blau raus aus dem Schlauch. Seht ihr das? Da hat sich... Oder was ist das? Ne, da muss ich nochmal umzu. Das ist mein Fusch. Aber sonst mega sexy. Richtig sexy. Zündkerzenabstand muss ich noch ändern. Das muss ich auch noch machen. Aber sonst, Jungs, kann er sich sehen lassen. Und man sieht vorne, guckt er so weit raus, hinten nicht. Aber Spurplatten liegen schon hier. Sonst ist der Hof jetzt mittlerweile komplett leer. Golf habe ich rausgestellt wegen dem Sturm. Der stand da und den Golf 3, den hatte ich da ganz in die Ecke gestellt. Falls die Tanne fällt, dass sie hier nirgendwo auf die Fahrzeuge fällt. Ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, Jungs, dann würde ich schon mal eigentlich schwer behaupten, dass wir uns hier für heute verabschieden können, weil wir können nichts mehr machen. Egal wie. Ich mache jetzt hier in der Garage weiter. An der Mofa. Habe ich auch schon in der Regenpause. Aber das ist ein anderes Video. Ne? Latsch ihn hier jetzt nochmal schön einmal um den Toe. Panzertape. Wie gesagt, aber das wird er alles machen. Ne? Für mich war motortechnisch, was unter der Haube ist und ein bisschen Elektrokram. Und den Rest muss er noch so ein bisschen selber machen. Leute, jetzt greifen die Russen an oder was? Ja, Jungs, ich sag, das war's für heute. Haltet die Ohren steif. Lasst einen Daumen nach oben da. Hab euch lieb. Wir sehen uns.